Was wäre eigentlich passiert, wenn Draco Malfoy in Gryffindor einsortiert worden wäre? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Heute werden wir darüber sprechen, was passiert wäre, wenn Draco Malfoy in das Haus Gryffindor statt in das Haus Slytherin einsortiert worden wäre. Bei diesem hypothetischen Szenario ist die erste Frage, die ich mir stelle, wäre Draco, wenn er nach Gryffindor sortiert worden wäre, eher ein Peter Pettigrew oder ein Sirius Black gewesen? Das heißt, hätte er die Rolle eines Gryffindors gespielt, nur um später seine Loyalität zu verraten und Voldemort im Geheimen zu dienen, wie es Pettigrew tat? Oder hätte er die Zugehörigkeit und die Ideologien seiner Familie zugunsten des größeren Guten und des Richtigen missachtet, ähnlich wie Sirius Black? Ich persönlich glaube, dass es das Erste gewesen wäre. Es tut mir sehr leid für alle Draco-Fans da draußen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der junge Malfoy seine Anti-Muggel-Gesinnung und seine reinblütige Bevorzugung mit einem Schlag aufgegeben hätte. Trotzdem glaube ich, dass seine Zeit in Hogwarts nicht annähernd so angenehm gewesen wäre, wenn er in Gryffindor einsortiert worden wäre. Ich glaube, er hätte sich irgendwann zurechtgefunden und er wäre genauso überzeugt von den Überzeugungen gewesen wie vor der Sortierzeremonie. Aber am Anfang, als er schockiert und entsetzt darüber gewesen wäre, dass er nicht in Slytherin eingeteilt worden wäre, wie seine ganze Familie vor ihm, wäre seine Arroganz und sein Selbstvertrauen zumindest ein wenig erschüttert gewesen. Denn er war so sicher, dass er in Slytherin einsortiert werden würde. Schon lange vor der Sortierzeremonie ging er sogar so weit, dass er sich gegenüber Harry damit brüstete, dass er ganz sicher in Slytherin eingeteilt werden würde, indem er sagte, "Nun, niemand weiß das wirklich, bis er dort ist, aber ich weiß, dass ich in Slytherin sein werde. Unsere ganze Familie war dort." Kannst du dir also vorstellen, wie erschütternd es für den jungen Draco gewesen wäre, in das rivalisierende Haus Gryffindor gesteckt zu werden? Seine Gewissheit über seine Zukunft, sein Selbstbewusstsein und seine Identität wären in Frage gestellt worden. Ganz zu schweigen davon, was seine Mutter und sein Vater zu dieser absolut furchtbaren Nachricht sagen würden. Ich glaube also, wenn Malfoy in Gryffindor einsortiert worden wäre, hätten wir eine zerbrechlichere Version von Draco zu sehen bekommen, zumindest am Anfang. Zunächst würde er sich isoliert und allein fühlen, da er einige seiner Gryffindor-Kollegen fast unmittelbar vor der Zeremonie bloßgestellt hatte. Ich spreche natürlich von Ron und Harry. Ich meine, wie könnten wir vergessen, wie Draco Ron rücksichtslos beleidigt hat, kurz bevor er Harry vor der großen Halle den Handschlag geben wollte. Und davor war Draco in der Winkelgasse so unhöflich zu Harry, bevor er wusste, dass er Harry Potter ist. Zumindest in der ersten Zeit wäre Draco im Haus Gryffindor wohl eher ein Einzelgänger gewesen. Vielleicht hätte er versucht, die Kluft zwischen den Häusern zu überbrücken, um seine Freundschaft zu Crabbe und Goyle aufrechtzuerhalten, den beiden Hogwarts-Schülern, die früher seine Goonies waren und die natürlich nach Slytherin einsortiert wurden. Zum Leidwesen von Malfoy hätten diese beiden Jungen wahrscheinlich kein Interesse daran gehabt, mit einem Gryffindor zusammen zu sein. Und sie hätten ganz sicher keine Lust, seine Befehle zu befolgen. Stell dir vor, du würdest die Befehle eines Gryffindors befolgen. Sehr unwahrscheinlich. Also, nach einem gescheiterten Versuch, einen gewissen Anschein seines Lebens und seines Status vor Hogwarts zu bewahren, könnte Malfoy beschlossen haben, sich an einige Zauberer des ersten Jahres in Gryffindor zu wenden. Vielleicht an ein paar Schüler, von denen er glaubt, dass sie leicht zu manipulieren seien, wie er es bei Crabbe und Goyle auch getan hat, um eine neue Mannschaft für sich aufzubauen. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich an reinblütige Zauberer oder Hexen wie Lavender Brown oder Neville Longbottom von ganz unten ranmacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Neville sich zu sehr mit Draco anfreundet, wenn man bedenkt, dass seine Eltern von Todessern bis zum Wahnsinn gefoltert wurden. Aber es ist durchaus möglich, dass jemand wie Lavender daran interessiert war, eine Freundschaft mit einem potenziell mächtigen jungen Zauberer aus einer reinblütigen Familie wie den Malfoys aufzubauen. Und so könnte Draco auf seinem Weg innerhalb von Gryffindor den ein oder anderen Verbündeten gefunden haben. Ich denke, Harry und Ron hätten sich schließlich dazu entschlossen, Draco eine zweite Chance zu geben. Schließlich lag es nicht in der Natur der beiden, absichtlich grausam zu sein. Vielleicht hätten sie im zweiten oder dritten Schuljahr damit begonnen, Malfoy in mehr Dinge einzubeziehen, mit ihm während der Mahlzeiten zu reden oder so etwas in der Art. Vielleicht hätten sie es sogar auf sich genommen, Draco zu ermutigen, aufgeschlossener gegenüber Blutsverwandten zu sein und ihn zu drängen, Hermine und den anderen eine Chance zu geben, trotz ihres Blutstatus.
Und aus Gründen des Überlebens hätte Draco meiner Meinung nach Harry und Rons Bemühungen akzeptiert und sogar Hermine als Freundin toleriert. Aber ich glaube auch, dass er weiterhin auf sie herabgesehen hätte und wahrscheinlich seine Familie darüber belogen hätte, dass er irgendwelche Schlammblutfreunde in der Schule hatte. Denn wie hätte er in den Ferien nach Hause fahren können, ohne seine falschen Vorstellungen von der Welt der Zauberer beizubehalten, wenn seine gesamte Familie in ihrem Glauben und ihrer Loyalität gegenüber dem dunklen Lord so unerschütterlich war? Und Bellatrix Lestrange war auch noch seine Tante, und die war natürlich sehr furchterregend. Bei solchen Verwandten, die Voldemort selbst so nahe standen, ist es schwer vorstellbar, dass Draco die Gryffindor-Ideologien vollständig annehmen und seine familiären Loyalitäten und muggelfeindlichen Überzeugungen aufgeben könnte. Wenn er was getan hätte und es wäre herausgekommen, wäre er im besten Fall aus seiner Familie verbannt worden, aber im schlimmsten Fall getötet? Was hätte das also für Draco bedeutet? Ich persönlich denke, es hätte zu einer Art Doppelleben für ihn geführt. Er hätte Harry in der Schule damit besänftigt, dass er aufgeschlossener geworden wäre, und vielleicht hätte er es manchmal sogar selber geglaubt, aber im Großen und Ganzen hätte Draco sich immer noch über die Schlammblüter gestellt und sich verpflichtet gefühlt, die Ehre seiner Familie zu wahren. Letztendlich glaube ich, dass dies bedeutet hätte, dass wir in den meisten Romanen und Filmen nicht so viel von Malfoy gehört hätten. Vielleicht wäre er ungefähr genauso oft aufgetaucht wie Neville Longbottom. Im weiteren Verlauf der Serie wäre er dann mehr in den Mittelpunkt gerückt, und ich denke, dass Draco immer noch von Voldemort beauftragt worden wäre, um Dumbledore zu ermorden. Draco wäre vielleicht sogar noch ein besserer Kandidat für diese Aufgabe gewesen, da er so einen besseren Zugang zu Harry hatte, der natürlich sehr eng mit Dumbledore befreundet war. Außerdem wäre der Verdacht, dass Draco an seiner geheimen Aufgabe für den dunklen Lord beteiligt ist, wahrscheinlich viel geringer gewesen. Snape als Dreifachagent hätte immer noch den unbrechbaren Schwur geleistet, Malfoy zu schützen, aber da er nicht mehr das Oberhaupt von Dracos Haus gewesen wäre, hätten sie sicherlich heimlicher kommunizieren müssen. Ich persönlich finde es faszinierend, dass man im Laufe der Reihe nicht allzu viel über Dracos wahre Loyalität erfährt. Ähnlich wie bei Snape wäre es ziemlich faszinierend gewesen, immer im Ungewissen zu sein, ob wir Malfoy vertrauen können. Wir hätten uns ständig fragen können, ob er sich tatsächlich verändert hat, und sei es nur ein bisschen. In den tatsächlichen Ereignissen von Harry Potter sehen wir, wie Draco später in der Reihe in seiner Loyalität etwas zu Voldemort schwankt. Es ist also möglich, dass er dazu übergegangen ist, Dumbledore, Harry und den Orden des Phönix zu unterstützen, anstatt Voldemort und die Todesser. Aber nur weil jemand nicht blindlings den Befehlen eines massenmordenden dunklen Zauberers folgen will, heißt das nicht unbedingt, dass er moralisch und gut ist, oder? Und wie wir bereits erörtert haben, denke ich, dass es für Malfoy sehr schwierig gewesen wäre, die Überzeugung, an denen er so lange festgehalten hat, völlig aufzugeben. Insbesondere angesichts der Ansichten seiner Eltern Lucius und Narcissa, denen er als junger Zauberer sehr nahe stand. Alles in allem denke ich, wenn Draco in Gryffindor einsortiert worden wäre, wäre er zu einem früheren Zeitpunkt in der Reihe eine komplexere und geheimnisvollere Figur gewesen. Man hätte gerätselt, genau wie bei Snape. Aber er wäre größtenteils dieselbe Person geblieben, was seine Überzeugung angeht, und wäre in dieselben wichtigen Ereignisse verwickelt gewesen, wie zum Beispiel den Mordversuch an Dumbledore. Was denkst du, wie es für Draco gelaufen wäre? Wäre er ein braver Junge geworden, wenn er in Gryffindor einsortiert worden wäre, oder wäre er genauso schlimm wie in Slytherin? Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen, und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.